Supercell plant ja ein richtig großes Update noch zu bringen, scheinbar noch im März. Hier aber erstmal ein kleines Truppen-Update und ein kleines Dev-Update. Ich hoffe, dass die Updates bald kommen, was Engineering Bases und so weiter angeht. Aber erstmal viel Spaß bei diesem Video. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten aka Toto, beim Clan True Warriors. Ja, zwei Folgen an einem Tag, das gibt es hier bei mir nicht immer zu sehen. Das hat aber nicht den Grund, dass ich da keinen Bock zu hätte, sondern ich habe einfach nicht wirklich die Zeit dazu. Aber die Zeit für das neue Update, die habe ich mir jetzt heute einfach nochmal genommen. Wir schauen mal rein. Ich habe den Client zwar in Englisch, kann euch das aber fast 1:1 hier übersetzen. Und zwar... Die Air Defense hat einen neuen Level bekommen auf Rathausstufe 11, nämlich Level 9. Und ich habe die Tage ja gerade noch eine angestartet und habe gedacht, jawohl, jetzt hast du bald die dritte Max. Aber nein, Supercell schiebt den 9. Level nach. Die Kosten und die Baudauer der anderen, ich glaube von 4 bis 8 ist es, haben sich dadurch etwas verringert. Das heißt, ich hätte auch nicht die 7,5 Millionen da reinfahren müssen, sondern nur noch 6,3, meine ich, hätte ich gesehen. Ist sicherlich eine gute Sache, macht auch Sinn, weil die Luftangriffe sind doch sehr stark geworden. Da musste Supercell ein bisschen Balance reinbringen. Das haben sie wohl damit getan. Die Rathaus Level 11er können endlich wieder ein paar Mauern mehr machen. Also die, die sich schon langweilen, können jetzt wieder ein bisschen Elex und Gold nachfarmen. Das heißt also 25 mal 4 Millionen. Das ist ja schon ein bisschen was. Das hält einen zumindest ein, zwei Tage wieder ein bisschen auf Trab und dann haben die sicherlich diese 25 Mauern ratzifatzi hoch. Und last but not least haben wir gleich bei 5 Einheiten Veränderungen bekommen, nämlich bei den Hogridern, bei den Minern, bei den Hexen, bei den Drachen und bei den Bäckern. Wozu man sagen muss, dass die Hogrider und Miner mehr Trefferpunkte bekommen haben. Das können wir uns auch mal anschauen. Ich habe den Hogrider hier auf Level 5. Da hat er jetzt 480 Trefferpunkte und ich meine, er hätte... um die 420, glaube ich, gehabt oder so. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich konnte das nicht mehr nachrecherchieren, weil viele Seiten schon abgedatet hatten und ich habe es einfach verpasst, gestern Abend nochmal nachzugucken. Aber bei meiner weiß ich es, denn der hat jetzt schon auf Level 1 550 Healpoints. Die hatte er vorher auf Level 2. Also hier sehen wir ganz klar die Steigerung. Dann haben wir zwei Truppen. Wir springen einmal wieder zurück. Zwei Truppen, nämlich den... Überspringen mal eben die Hexe, den Drachen und den Päcker. Die hauen jetzt etwas mehr Schaden raus. Beim Drachen sind das satte 10%, die der jetzt mehr wegpustet. Pro Drache muss man das so natürlich sehen, wenn man da 12 Stück auf dem Feld hat. Einen Moment einmal. Da hat es mich gerade umgehauen. Ich habe mich gerade ganz derbe verschluckt hier an meinem Kaffee. Dann, wenn man davon 12 Stück auf dem Feld hat, dann ist das natürlich schon ziemlich krass. Und es kommt enorm viel mehr Damage in die Base. Dasselbe gilt wahrscheinlich für den Päcker. Der wird, schätze ich mal, auch so zwischen 8-10% mehr Schaden machen. Und beide Einheiten wurden ja im letzten Update schon bedacht, indem sie ein bisschen schneller angreifen. Kommen wir nun zur Hexe. Die Hexe spawnt jetzt ihre Skelette etwas schneller. Ich habe das versucht einmal im Video nachzuhalten. Ich habe nämlich mit dieser Truppe schon einmal angegriffen. Und zwar muss ich jetzt mal eben schauen, wo das war. Das war, ich glaube, der Angriff hier mit 4 Hexen und 11 Minern. Wir können uns den auch mal angucken. Ich komme hier also von links mit meinen Riesen in das Feld hinein. Und spawne ein paar Magier hinterher, um ein bisschen so eine Art Funnel zu machen. Das war hier jetzt eher schwer, weil irgendwo standen hier die neuen Gebäude bei dem Rathaus 10er hier jetzt einfach so irgendwo. Der X-Bogen da außen auch. Und aber ich glaube, man sieht das schon ganz gut. Ich habe auch die Truppen, so wie sie kamen, beziehungsweise so wie sie im Update war. Jetzt kommen hier schon die Miner, wie man sieht. Da muss man ein bisschen genauer hingucken. Und ich habe einfach mal die Hogs geschickt.
und habe gar nicht gedacht, dass meine Truppen hier jetzt so weit kommen. Denn ist immerhin eine 10er Base, hat auch Def, hat eine Queen da in der Mitte. Ja, so stark ist sie jetzt nicht. Aber man sieht hier schon, die Miner können schon wesentlich mehr ab. Die Hawks können ein kleines bisschen mehr ab. Und aber gerade die Miner, muss ich sagen, ich hatte jetzt 11 Stück. Ne? Wenn man jetzt mal rechnet, 11 mal 50, dann ist das schon ziemlich viel, was alleine nur die ein Update bekommen haben. Und die rocken hier auch noch weiter ganz gut durch. Das hätte ich, wie gesagt, nicht gedacht, dass ich überhaupt so weit komme. Aber die Hexen spawnen hier auch die ganze Zeit ihre Skellies nach. Und das machen die wirklich schnell. Muss ich sagen, das sieht man, glaube ich, deutlich. Was ich so richtig mag, ist, wenn das Elixier und das dunkle Elixier und das Gold aus diesen Lagern so raussprotzt. Ihr kennt das bestimmt. Ja, also beim Gold geht es noch, aber hier beim Elex, da sprotzt das so richtig schön raus. Und das gucke ich mir mal gerne an, egal ob das bei mir ist oder bei anderen in den Videos. Das ist immer richtig schön anzusehen, wenn man so ein volles Lager oder so einen vollen Sammler hier abräumt. Und ihr seht selber, wie weit ich noch mit diesen paar Truppen hier gekommen bin. Das ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Gerade die Hexe lenkt hier die Def richtig stark noch von den anderen Truppen ab. Und ich schaffe, glaube ich, noch den Magierturm. Das macht nämlich der Magier. Aber das Lager da hinten kriegen wir leider nicht mehr. Ist jetzt auch nicht so tragisch gewesen. Wir haben ja ein bisschen was mitgenommen an Gold, Elex und auch an Dunklen. Also das war jetzt für mich in Ordnung für diese Armee hier. Ich wollte sie einfach nur mal getestet haben. Habe das vorher schon mal in anderen Angriffen angetestet. Auf Rathaus Level 9 einfach mal geschickt. Einfach mal so nach und nach. Und ja, das finde ich, das ist ein gutes Update. Also das muss ich sagen, lässt sich sicherlich in die Angriffe einbauen. Und dann kann man die Truppen ganz bestimmt auch super wieder verwenden. Ich habe auch eine Defense gehabt, hurra! Das gucken wir uns auch mal an. Mal gucken, wie der hier. Ah, das ist ein Rathaus Level 11, okay. Vielleicht hat er aufgrund. Ah, ne, meine Fallen sind noch nicht da, aber ich habe tatsächlich. Jetzt guckt euch gleich mal an, was da aus der Mitte an Luftfallen rauskommt. Das ist echt enorm. Ich habe nämlich alles noch auf Luft stehen. Das liegt einfach an den Events, die ja vorher waren. Alles nur immer Luftangriffe, Luftangriffe, und irgendwann stellst du die natürlich hoch. Vielleicht muss ich mal wieder eine runterstellen, aber da war natürlich richtig viel Defense für die Loons da. Vor allen Dingen dann noch mit den Magiern zusammen, jawohl, gut gedefft. Leider hat mir das dann kein Schild eingebracht. Ihr seht es, 26%, da kriegst du kein Schild. Ich hatte dann nur einen kleinen Guard und habe mir noch einen Guard dazu gekauft. Denn ich will euch natürlich auch einen Angriff mit zwei Einheiten zeigen, die abgedatet wurden. Nämlich einmal den Drachen und unseren Päcker. Den habe ich erst auf 3 angelehnt an so einen Queenborg, denke ich mal. Machen wir das. Und ich hatte mir dann eben noch einen Guard gekauft, weil nichts ist blöder, als wenn du ein Video planst und die Queen pennt hier noch 45 Minuten, weil du anfangen willst, weil du gerade abgefahren wurdest. Ich habe schon alles wieder repariert. Sammeln meine Lootkarre ein und dann suchen wir uns mal einen Gegner. So, gucken wir mal, wie wir überraschen können mit unseren neuen Truppen. Ich muss eben mal gucken, was ich in der Clanbook habe. Ein paar Magier, okay. Das ist in Ordnung. Das resultiert einfach noch aus meiner Def. Das macht jetzt nicht, die lassen wir so. Ich nehme da sowieso immer das, was kommt. Von daher bin ich da eher unanspruchsvoll. Und ich würde sagen, ich suche mir mal einen Gegner raus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich glaube, wir haben unseren Gegner gefunden. Ich habe jetzt wirklich ein bisschen länger gesucht nach einer geeigneten Base, aber fand jetzt eigentlich diesen hier, den könnten wir mal mitnehmen. Und ich würde sagen, wir starten mal an einer Ecke, wo wir nicht ganz so viel Beschuss bekommen, nämlich an dieser hier. Und gucken mal, wo uns die Queen so hinträgt. Die Hellen sind ja hier unten eher irgendwo außen, also die werden uns nicht überraschen. Checken wir mal, ob hier irgendwas in der Clanburg ist, was uns überraschen könnte, weil das ist, glaube ich, eine aktive Base hier. Schauen wir mal, wo die Queen so ein bisschen hingeht. Ich denke mal, ich werde sie gleich auch das erste Mal ragen müssen. Da gucken wir mal. Ja, ich rage sie mal, glaube ich, besser.
einmal hier und jetzt geht die darum. Das ist mir auch immer ein Rätsel. Dann hat die es plötzlich ganz, ganz eilig, aber das stört uns jetzt gar nicht weiter. Der Kollege hatte ja nichts in der Klarenburg. Das heißt, wir können schon mal von hier mit unseren restlichen Truppen reinkommen. Schicken hier einfach mal alles das, was wir jetzt noch haben. Mauerbrecher hinterher. Jetzt muss ich mich ein bisschen sputen. Setze hier die drei Päcker. Oh, die gehen erstmal auf die gefährliche Bauhütte. Ja, das ist natürlich immer ganz wichtig, dass die auf die Bauhütte geht. Ich hätte fast meine Queen verloren, kommt aber nicht vor. Und dann würde ich sagen, heilen wir hier mal durch. Jetzt kommen aber auch die Päcker und die haue ich hier gleich richtig in den Hut rein. Nämlich jetzt. Und mal sehen, von wo ich den Drachen schicken kann. Ich denke mal, den Drachen kann ich sehr, sehr gut hier schicken, weil hier keine Luftabwehr mehr ist. Aber wir sehen jetzt, hier unten kommt noch mal richtig Def auf uns zu. Die frieren wir auch kurzfristig mal ein. Da haben wir mal gerade so 4, 5, 6 Gebäude gefreezed. Das ist natürlich nicht schlecht. Das sieht noch gut aus. Queen ist noch in Heilung. Und die Päcker gehen jetzt auch so ein bisschen im Heal dadurch. Na, ja, okay, jetzt haben die Heiler da unten zerrissen, ist aber nicht so schlimm. Wir haben hier immer noch, ist da noch immer noch ein Päcker dabei? Oh, hier unten ist immer noch ein Päcker, jetzt hat es die Magier da erwischt. Aber die Queen ist noch in Heilung. Wir helfen dem Drachen hier mal so ein bisschen. Oh, jetzt haben wir nur noch, jawohl, wir haben nur noch ein Gebäude. Ja, ich meine, okay, werdet ihr jetzt sagen, ja, das ist ja ein Rathaus 9, den er hier macht, aber klar. Natürlich fahre ich auch Rathaus 9er ab. Das war jetzt in Ordnung. Ich spare im Moment auf einen Magerturm. Da fehlt mir noch eine gute Mille. Und jetzt ist zwar der Drachen draufgegangen, aber das ist auch eine sauteure Farmarmee. Hier muss ich dazu sagen. Kostet 420.000 Elex. Natürlich nur ganz, ganz wenig Dunkles. Und aber wenn ich alle Zauber verbrauche, so wie jetzt. Nur das Gute ist, ich kann gleich meine Queen wieder nutzen. Die ist nämlich voll durchgeheilt. Ja, wunderbar. Das war ein richtig geiler Angriff. 322.000 und natürlich der nette Bonus. Das heißt, dann sind wir schon bei 442.000, 213.000 Elex. Haben wir nur 100.000 Verlust gemacht, ist auch in Ordnung. Und ein bisschen Dunkles. Das ist akzeptabel. Das war gut. Ich fahre natürlich weiter im Moment mit diesen Truppen, aber ich wechsle mich so ein bisschen ab. Den müssen wir mal eben wegmachen, dann kann ich die durchtrainieren. Das trainiert mich so ein bisschen im Queen Walk und ich nehme den Päcker jetzt auch ganz gern mit. Brauche mein Elex ja noch nicht in 3 Tagen 7 Stunden. Erst meine nächste Forschung fertig. Wir lassen uns mal irgendwas geben. Und ich hatte es auch ganz vergessen zu sagen, dass ja mein erster Magierturm hier auf Level 9 fertig geworden ist. Das finde ich richtig schick, aber was ein richtiger Skandal ist, ich habe 3 Bauarbeiter frei. Geht eigentlich gar nicht. Und könnte jetzt zwar was machen, ich könnte 2 jetzt hier in die Minen schicken, aber mein Ziel ist eigentlich, dass ich hier oben den Wizard Tower als erstes anstarte und dann weiterfarme, 7,2 Millionen. Da fehlt mir noch gut eine Mille und die farme ich aber, denke ich mal, heute noch rein. Sollte ja eine Update-Folge sein und keine Farm-Folge sein, aber dennoch so ein Angriff kann man immer live mit reinbringen hier. Ich habe aber noch was vergessen. Im Shop gibt es nämlich auch was. Und zwar war es, glaube ich, eine Dekoration. Ja, die kann man sich gönnen hier. Das ist die Heldenstatue, die große oder die gewaltige Heldenstatue vom King für nur 500 Juwelen. Das ist jetzt, ja, für den einen ist das viel, für den anderen ist das wenig. Ich finde das viel für so eine Statue. Irgendwann werde ich mir das gönnen, weil irgendwann hat man hier alles in Clash of Clans. Dann gönnst du dir auch mal so eine Statue für die Gems, die du hier findest. Aber im Moment mache ich das noch nicht. Und für heute, denke ich mal, ist alles gesagt. Update ist durch, beziehungsweise das Update kam ja irgendwo heute Morgen schon an Events. Ich habe noch mal den 2-Star-Bonus. Einmal habe ich mir tatsächlich geholt. Ich kann mir, glaube ich, noch, jetzt muss ich gerade nachrechnen, 2-mal holen. Das werde ich auch tun. Ich bin im Moment nach wie vor Meister 3. Das heißt also, mit meinen Kobolden verliere ich in der Regel ein paar Pokis. Mit der anderen Armee gewinne ich dann wieder ein paar Pokis. Und so geht das hier hin und her. Was haben wir noch vergessen? Wir haben vergessen, dass wir Clankrieg spielen. Wir spielen gegen den Clan Giovanni Grosso. Das ist ein Clan aus Deutschland. Jawohl, wir haben wieder Deutsche als Clankriegsgegner bekommen. Das ist natürlich wirklich super.
Und ihr seht das hier auch, die Jungs und Mädels grüßen zurück. Wir haben natürlich auch wieder Grüße hingeschickt. Hörte sich erst nicht so an. Also beim ersten Hinkommen habe ich gedacht, naja, das werden unter Umständen die starken Italiener sein. Aber beim näheren Hinschauen habe ich dann gesehen, ah, es sind Deutsche und auch gleich den Gruß reingepackt. Liebe Grüße an den Clan. Viel Glück im Clankrieg. Der beginnt in 5 Stunden 37, also irgendwann heute Abend, und ist absolut ausgeglichen, wie ich finde, an RH11, an RH9 und auch an RH8, die wir diesmal nicht mit dabei haben. Ich habe die mal rausgelassen, weil ich glaube, drei RH8er bei uns unten, wir haben ja nur noch die drei, die ihr mittlerweile schon kennt, die versauen uns so ein bisschen das Matchmaking, hatte ich das Gefühl. Deswegen habe ich gestern Abend gedacht, als ich gestartet habe, ich lasse die drei mal raus, nehme dafür 9er rein. Und dann ist die Gefahr nicht so groß, dass wir unten nur 9er haben und wir haben nur 8er und uns gehen so viele Angriffe dabei flöten. Alle müssen ein bisschen runtergehen und wenn die unten dann auch noch so stark sind wie beim letzten Gegner, dann haben wir ein Problem. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen mit den Updates, mit den Angriffen, mit den Erklärungen der neuen Truppen. Jeder sieht das ja immer ein bisschen anders. Und wenn ihr zwei Folgen pro Tag von mir sehen wollt, ich werde das schaffen, aber die werden natürlich immer ein bisschen kürzer sein. Ich denke mal, das pendelt sich so zwischen 8 und 10 Minuten ein, aber durchaus machbar. Dann hinterlasst mir das ruhig mal in den Kommentaren, wenn ihr mehr Clash of Clans sehen wollt. Und ich weiß, einer ist hier, den kriege ich auch noch raus. Der mag das nicht, dass ich Clash Royale bringe, aber ich kann ihn ja beruhigen. Ich bringe jeden Tag auch eine Folge Clash of Clans. Das sei mal an dieser Stelle gesagt. Und wenn ihr nichts mehr habt, ich habe auch nichts mehr, lasst mir ein Abo da, gebt mir einen Daumen nach oben für dieses Video und dann sehen wir uns morgen in einer weiteren Folge, wenn der Toto clasht.